Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, wir müssen hier irgendwie für die Crimson Fleet das Schiff hier, hier haben wir schon die Claudia Swist. Mit der müssen wir auch noch reden. Kenne ich dich? Du kennst mich nicht, aber ich brauche Informationen. Ist doch nichts dabei, wenn zwei Leute sich nett unterhalten. Okay, Moment. Versuchst du ernsthaft, mich anzumachen? Vielen Dank für das Kompliment, wirklich. Aber ich bin schon vergeben. Und mein Partner mag keine Konkurrenz. Er ist sehr eifersüchtig. Ich weiß von deiner Affäre mit Dombrowski. Vielleicht sollte ich lieber mit Larry Dombrowskis Frau reden. Dein Partner ist nicht zufällig Larry Dombrowski? Es würde die Gelbeng sicher brennend interessieren, dass du eine Affäre mit Dombrowski hast. Ich versuche das hier mal. Ich fasse es einfach nicht. Unglaublich. Ich habe Larry gesagt, er soll seine Klappe halten. Aber nein, er muss ja unbedingt seine Freunde beeindrucken und mit mir angeben. Pass auf, ich bin schon lange genug in dieser Branche und weiß, wie das Spiel funktioniert. Sparen wir uns das Gerede und bringen es hinter uns. Was muss passieren, damit wir beide glücklich sind? Ich brauche nur etwas Belastendes über Dobrowski. Bist du bereit, deinen Gelbank-Zugangspass abzutreten? Du bist nicht gerade sehr clever, oder? Ich bin C3-Managerin bei Gelbank. Mein Zugangspass öffnet genau zwei Türen. Den Haupteingang und die Damentoilette. Wenn du das wirklich willst, darfst du ihn gerne haben. Ich möchte gerne auf die Damentoilette mit Sarah. Wenn ich dir belastende Infos über dieses Arschloch Dombrowski liefere, bringe ich mich nur in Gefahr. Warum sollte ich das tun? Ich komme sowieso irgendwie an diese Information. Warum also nicht jetzt davon profitieren? Die Crimson Fleet will diese Information haben. Ich arbeite undercover für die UC System. Klar doch! Und ich bin die Prinzessin von Jemison. Willst du mich für dumm verkaufen? Ich komme sowieso irgendwie an diese Information. Warum also nicht davon profitieren? Wenn du auch anders an die Infos kommen könntest, würdest du nicht falschen, sondern fordern. Ich versuche mal mit automatisch. Du weißt mehr über mich, als ich dachte. Das geht nicht. So. Glaub mir, du bist Dombrowski scheißegal. Weil Dombrowski alles verdient, was auf ihn wartet. Dombrowski kommt dann nicht mehr raus. Du vielleicht schon, wenn du kooperierst. Ich versuche das hier mal. Das geht so weiter, bis ich nachgebe, oder? Ja. So. Sobald Dombrowski hat, was er will, verkauft er dich garantiert. Weil Dombrowski alles verdient, was er will. Wenn du dich clever anstellst, kannst du deinen Anteil aus dem Gelbank-Ding vielleicht behalten. Wir brauchen eh nur einen. Ich würde das hier mal versuchen. Vielleicht. Keine Ahnung. Okay, ich habe es verstanden. Weißt du was? Die ganze Sache hier macht mich echt sauer. Larry und ich hatten einen perfekten Plan, der uns tausende von Credits eingebracht hätte. Und dann muss er alles vermasseln. Wenn du auf jemanden wütend sein solltest, dann auf dich selber. Weil du dich auf diesen dämlichen Plan eingelassen hast. Urteil ruhig über mich. Wenn ich untergehe, dann reiße ich Larry definitiv mit in den Abgrund. Du bist wütend auf Dombrowski, als ich dachte. Ach, wütend ist ja gar kein Ausdruck. Der Plan war super. Larry hat es mit mir und einem anderen Kerl ausgetüftelt, Gabriel Vera, einem hohen Tier bei der UC Security. Ich habe die Transaktion manipuliert, Larry hat sie aus dem System gelöscht und Vera hat uns die Bullen vom Hals gehalten. Wir haben die Gelbank monatelang ausgenommen. Es lief alles bestens, bis ich gemerkt habe, dass Larry uns übers Ohr gehauen hat, indem er die Transaktion zu seinen Gunsten verändert hat. Wenn du dich rächen willst, gib mir Beweise, die ich gegen ihn verwenden kann. Warum hast du ihn nicht zur Rede gestellt? Glaubst du, er hat dich nur ausgenutzt? Nee, gib mir Beweise. Ich wünschte, ich hätte welche. Vielleicht solltest du mit Gabriel Vera reden. Der müsste hier auch irgendwo sein. Wenn er nicht kooperieren will, erwähne einfach meinen Namen. Dann wird er sicher hellhörig. Viel Glück, du wirst es brauchen. Jo, okay, was genau läuft zwischen dir und Dombrowski? Was haben Dombrowski und Vera zu dem Gelbank-Plan beigetragen? Was soll das werden? Eine Abhandlung? Na gut.
Vera arbeitet für die UC Security, also überwachte er die internen Kanäle auf jegliche Meldungen zum Thema Galbank. Eine Art Frühwarnsystem. Und Dombrowski sorgte dafür, dass meine Kryptomanipulation von der automatischen Buchprüfung der Galbank nicht erfasst wurde. Das können nur die ganz hohen Tiere, also mussten wir ihn beteiligen. Daran führte kein Weg vorbei. Okay, und was hast du zum Plan bei? Ich habe einen Algorithmus programmiert, der eine zufällige Anzahl von Geistercredits erzeugt, mit den gleichen Kryptoschlüsseln wie von echten Credits. Die Geistercredits werden dann einfach in legitime Transaktionen der Bank eingespeist, während die echten Credits auf einem Scheinkonto landen. Und das Beste daran, bevor die echten Credits auf unseren Konten landen, ändere ich die Kryptoschlüssel wieder. Das Geld in unseren Taschen ist sauber. Es sieht also so aus, als wären die Transaktionen der Bank alle gedeckt. Dabei sind das nur unsere Geistercredits. Ziemlich clever, was? An sich schon. So was zwischen den Leuten brauche ich nicht zu wissen. Ich hoffe, du zeigst es, Dombrowski. Machst ihn richtig fertig. Ja, ich gehe nochmal in die Richtung. Denn ich will da schon rein in das Ding. Ich will hier schon rein dürfen. Hier lagern die Passagiere wohl ihre Wertgegenstände, während die Siren unterwegs ist. Ja. Was kann ich heute für dich tun? Ja, ich möchte rein. Ich versuche das hier mal. Ich habe ihn selbst nur kurz gesehen. Aber er ist wirklich wunderbar. Leider ist das Objekt in unserem Tresor weggesperrt. Und der lässt sich nur durch Vorlage einer Abhol-ID öffnen. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Okay. Die Falls ich deinen Aufenthalt noch angenehmer gestalten kann, bin ich jederzeit zu Diensten. Okay, die ID, wie bekomme ich die? Mein gesamtes Team und ich bedanken uns herzlich, dass Sie für Ihre Reise Trident Luxury Lines gewählt haben. Ja, ja, wie komme ich an die ID? So. Ich muss das irgendwie doch hinkriegen hier. Bei Fragen zur Sicherheit Ihrer Wertgegenstände kann Ihnen die Purserin behilflich sein. Sie muss das haben, ne? Was führt dich her? Das Geschäft? Müssen diese ungebetenen Unterbrechungen sein? Ich bin sehr beschäftigt. Ich brauche deine Abhol-ID für den Erdenretterpreis. Ich versuch's mal mit Diplomatie. Wie bitte? Und warum um alles in der Welt sollte ich etwas derart Dummes tun? Gib mir einfach die Abhol-ID, damit ich mich auf den Weg machen kann. Vergiss es. Und warum in alles in der Welt sollte ich so einer Forderung nachgeben? So. Niemand sonst muss davon wissen. Ach, ich hoffe, ich kann dir trauen. Es erfährt niemand, dass ich das von dir habe, versprochen. Ich habe keine Lust mehr zu fragen, raus mit der Sprache jetzt. Hä? Das höre ich gern. Ich weiß, dass du mir helfen würdest, wenn du könntest. Es erfährt niemand, dass ich das von dir habe, versprochen. Geht nicht. Leider. Ich verspreche dir, das bleibt zwischen uns beiden. Ich muss darüber nachdenken. Ich weiß, dass du mir helfen würdest, wenn du könntest. Ja, kenne ich. So, was würde es schaden, wenn du mir hilfst? Schön, dass du langsam meine Stadt baust. Was würde es schaden, wenn du mir hilfst? Könnte vielleicht gehen. Oh, nimm das verdammte Ding endlich. Pass auf, vielleicht können wir das für uns behalten? Wenn der Preis verloren geht, muss die Versicherung nicht unbedingt involviert werden. Okay, nice, das haben wir hingekriegt. So, jetzt mit Dombrowski da unten quatschen. Wenn Sie keine Sicherheitsangelegenheit zu melden haben, wende ich mich. Wo geht's runter? Da geht's runter. So. Mit dem Achso, hier der da. Hallo. Sind Sie Mitglied der Gesellschaft? Gabriel Vera. Hallo. Hi. Für die Wohltätigkeitsgala hier? Mich interessiert eher, was bei der Galbank passiert. Eigentlich bin ich geschäftlich hier. Ich würde lieber über Larry Dombrowski reden. Nimmst du öfter an solchen ehrenwerten Veranstaltungen teil? Wir machen erstmal Smalltalk. Absolut.
Erstmal Smalltalk. Ich bin sicher, dass diese Veranstaltungen die Kraft haben, alle Sünden zu vergeben und die Seele reinzuwaschen. Aber ich habe das Gefühl, du bist nicht hier, um nur über die Gala zu reden. Nee. Worum geht es hier wirklich? Nee, ich bin eigentlich geschäftlich ich hier. Ich arbeite für die UC Security. Geschäftliche Dinge sind also eher nicht mein Metier. Ich fürchte, ich kann dir nicht helfen. Wenn du nach einer Geschäftsgelegenheit suchst, redest du hier mit dem Falschen. Claudia Swift behauptet, du hast Informationen über Larry Dombrowski. Claudia hat dich geschickt? Hör mir gut zu. Ich weiß nicht, ob du zu viel getrunken hast oder wahnsinnig bist oder beides. Was immer du über mich zu wissen glaubst, ist falsch. Lass mich in Ruhe. Du lügst und bist eine absolute Schande für die United Colonies. Vielleicht werde ich alle meine Beweise den Behörden übergeben. Du scheinst nicht sehr besorgt, dass Claudia dich verraten hat. Na schön, mein Fehler. Und wenn ich das nicht tue? Das wäre unklug. Ich habe bei der UC Security mehr Einfluss, als du denkst. Ich kann dich nicht nur verschwinden lassen. Ich kann dafür sorgen, dass es dich in den besiedelten Systemen nie gab. Vielleicht werde ich alle meine Beweise den Behörden übergeben. Ich bin die Behörden. Falls dir das noch nicht klar war. Ich bin auch... Hallo? Egal, was du meldest, am Ende wird dein Wort gegen meines stehen. Hallo, ich bin Bürger First Class. Was meinst du, wem man glauben wird? Digga, ich bin Bürger erster Klasse in den UC, hallo? In Zukunft finden alle Events der Gesellschaft auf einem Star. Was will der denn? Ich bin mehr Gesetz als er. Ich habe das mit den Terramorphs hier erledigt. Hallo? So. Ich habe dein kleines Intermezzo mit Vera gesehen. Mach nur weiter so und dieser Strohkopf wird noch deine Verhaftung verlangen. Er ist zusammen mit Swift und Dombrowski in die Veruntreuung von Geldern verwickelt. Das muss ein Bluff sein. Er hat keine Zeit verloren. Könnte er mich wirklich verhaften lassen? Oh, definitiv. Er ist ein hohes Tier bei der UC Security und hat entsprechend Einfluss. Wir müssen vorsichtig sein. Das muss ein Bluff sein. Ich würde meinen letzten Credstick darauf verwetten, dass er gerade Blut und Wasser schwitzt. Vera, Swift und Dombrowski führen definitiv etwas im Schilde, aber wir brauchen handfeste Beweise, die wir gegen sie einsetzen können. In der Öffentlichkeit wird er nichts verraten. Damit er auspackt, musst du ihn unter vier Augen zur Rede stellen. Ein Notfallzustand auf dem Schiff könnte funktionieren. Sollten wir warten, bis er in seine Kabine zurückkehrt und schlafen geht? Gute Idee. Das Notfallprotokoll sieht vor, dass sämtliche Passagiere die Decks räumen und in ihre Kabinen zurückkehren. Ich würde vorschlagen, die Lebenserhaltungssensoren zu manipulieren. Wenn du an der Steuerung herumbastelst und das Überwachungssystem dazu bringst, das als Ausfall zu verzeichnen, dann hast du deinen Notfallzustand. Also ich mache, was nötig ist. Was nötig ist? Er redet davon, an dem einzigen System herumzuspielen, das alle auf dem Schiff am Leben hält. Keine Sorge, das wird nicht schwieriger, als sich auf der Party unter die Gäste zu mischen. Du musst nur ein paar Schalter umlegen. Eins noch. Wenn Chefingenieur Sandin dir Probleme macht, sag ihm, dass ich ihm seine Spielschulden erlasse. Mir wär's lieb, wenn du das erst als letztes Mittel einsetzt. Aber wenn ich bald wieder bei der Fleet bin, kann ich auf ein paar Credits verzichten. Also dann, ich gehe mal lieber packen. Hier wird es langsam brenzlig. Und Trident wird schnell merken, dass du einen Helfer hattest. Okay, das eine hat Dings hier. Wo genau finde ich die Lebenserhaltungssysteme? Wie funktioniert die Abriegelung, nachdem der Alarm ausgelöst wurde? Alle Passagiere müssen sich sofort in ihre Kabinen begeben. So werden die Gänge geräumt und wir vermeiden, dass sich Panik breit macht. Praktischerweise werden die Türen aller Passagierkabinen automatisch entriegelt. Das dient eigentlich der Crew, um alle Kabinen schnell prüfen zu können. Aber in unserem Fall kommen wir dadurch ungehindert überall hin. Weißt du was genaueres über den Erdenretterpreis? Warum kann ich Dombrowski nicht einfach umlegen und mir seinen Zugangspass nehmen? Wo genau finde ich das Lebenserhaltungssystem?
Im Kronreich gibt es einen Zugang. Da kommst du vom Sternensaal aus hin. Da sollte Sandin sein, der Chefingenieur, und wie üblich Däumchen drehen. Viel Glück mit dem Typ. Das wirst du brauchen. Wenn du an Sandin vorbei bist, sieh dich nach dem Raum namens Environmental Control um. Da drinnen findest du alles Nötige. Okay. Musst du nicht irgendwo sein? Also, das könnte ich ausnutzen, tatsächlich, um auch an das Dings hier zu kommen. So, haben Sie da muss ich hin. Probiert? Die sind einfach furchtbar. So, Sarah war jetzt damit nicht einverstanden. Aber, ja, man muss ja nicht immer ehrlich sein, also. Man muss ja, gerade bei so Verbrechern wie denen da. So, da muss man ja nicht immer ihm die Wahrheit sagen, gehe ich mal von aus. So, hier schon mal falsch. Ich glaube hier lang, oder? Ah, hier. Das Gebiet wird extrem gut bewacht. Was auch sinnvoll ist, wenn man bedenkt, dass von hier aus die Lebenserhaltungssysteme gesteuert werden. So, Chefingenieur Sandin. Moment. Passagiere haben hier keinen Zutritt. Augenblick. Du bist Captain Rokoffs Gast, oder? Entschuldige, ich hatte dich hier unten nicht erwartet. Tut mir leid. Was kann ich für dich tun? Ich muss dringend zum Lebenserhaltungssystem. Wofür bist du zuständig? Bisschen einsam hier unten, oder? Ja, schon ein bisschen. Beim Tech-Personal heißt das Deck hier das Dungeon. Ist klar, warum, oder? Nicht gerade Starliner-Komfort hier unten. Klar, ja. Ich kann gut meine Gedanken sortieren und Arbeit nachholen, wenn es so schön ruhig ist. Aber ich würde lieber auf der Brücke arbeiten. Ja, ich muss dringend zum Lebenserhaltungssystem. Oh, tut mir leid. Zutritt verboten. Keine Ausnahmen. Captain Rokoff hat gesagt, er ist bereit, dir deine Spielschulden zu erlassen. Ach, echt? Okay, das ändert natürlich einiges. Okay, pass auf. Ich gehe mir einfach ein bisschen die Beine vertreten. Kannst du das vielleicht halten, während ich weg bin? Ja, kein Problem. So. Sieh dich ruhig um, aber lass die Finger von der Steuerung, bitte. So, wann geht er? So, Sarah? Wenn es okay ist, würde ich gerne möglichst bald mit Admiral Logan reden. Ja, das machen wir. Admiral Logans Büro müsste ganz in der Nähe sein. Ist ja über irgendwie in der Nähe, kann das sein? So, Lebenserhaltungszugang. So, haben wir jetzt gemacht. So. Und da vorne. Achso, hier sind drei Stück. Muss ich wirklich alle drei? Dürfte ich um eure Aufmerksamkeit bitten. Der Captain hat einen Notfall ausgerufen. Begebt euch bitte geordnet zu euren Kabinen. Und bleibt dort, bis ihr weitere Anweisungen erhaltet. Okay, jetzt wird's ernst. So, das heißt, okay, hier ist niemand. Tja, wir haben die Party ruiniert, würde ich sagen. Ja. Es sind alle weg. Ja, das stimmt. Wo muss ich lang hier hoch, ne? So, dann müssten wir auch unten hier jetzt das Dings da reingehen können erstmal auch. Und die Trophäe da klauen. Den Erdenretterpreis. Wieso habe ich jetzt geschossen, hä?
Gut, dass aber keiner von denen jetzt auf mich losgeht. Alle Passagiere werden gebeten, sich umgehend in ihre Kabinen zu begeben. So, hier ist niemand. So, Tür öffnen. So. Ehrenretterplatz. Oh, die Credits. 1, 2, 3, 4, perfekt. Kann ich das wieder zumachen? Nö. Ich kann es nicht wieder schließen. Das finde ich doof. Aber wir haben den Preis. Wie sieht denn der aus? Wenn die schon sagen, hier, Ehrenretterpreis. Das soll das sein? Aber 65.000 ist das wert, okay. Das ist seine Suite? Sarah? Sarah? Da ist sie. Ja, komm rein. Wir machen zu. Damit uns hier niemand hören kann. Durfte ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Der Captain hat einen Notfall ausgerufen. Ja, ist mir egal. Ich bitte geordnet zu euren Kabinen und bleibt dort. Ich hatte mich schon gefragt, ob du etwas mit diesem Notfall zu tun hast. Lass die Spielchen und sage mir einfach, warum du hier bist. Crimson Fleet und Roski hat etwas, das die Crimson Fleet haben möchte. Ich bin in geheimer Mission für die UC Sister 4. Ich brauche alle Informationen über Dombrowski. Gib mir alles, was du über Dombrowski weißt. Hilf mir, Dombrowski auszuschalten. Woher wusstest du, dass ich dafür verantwortlich bin? Na komm, er ist nicht dumm. So. Du arbeitest für Ikandes kleine Antipiraterietruppe? Jo. Was kümmert mich das? Ich habe mit der Crimson Fleet nichts zu tun. Selbst wenn ich plötzlich den Colonies treu bleiben wollte, warum sollte ich mich selbst belasten, indem ich irgendwelche Beweise übergebe? Claudia sagt, Dombrowski hat euch bei der Gelbank-Sache um euren fairen Anteil betrogen. Dombrowski hat dich und Claudia von Anfang an hintergangen. Du hast schon Beweise zusammengetragen? Na, komm. Jetzt. Ich weiß nicht, woher du diese Informationen hast, aber das würde erklären, warum dieses Arschloch es mir so schwer macht, meinen Anteil zu kriegen. Das bedeutet, mein Geld ist längst weg und Dombrowski kommt mit einem Vermögen davon. Ich würde den Bastard gerne schwitzen sehen. Aber wenn diese Informationen in die falschen Hände geraten, könnte ich im Gefängnis landen. Warum habt ihr Dombrowski überhaupt die Finanzen überlassen? Angreifen, ich hole mir die. Ich mache deine Verluste wett. Bevor ich zu irgendetwas zustimme, will ich erst wissen, ob sich das für mich lohnt. Oh, ich habe alles, was du brauchen wirst. Mach dir da mal keine Sorgen. Ich habe eine Slate voller Daten, Kontonummern, ID-Scans, sogar eine Tonaufzeichnung. Das war meine Versicherung für den Fall, dass etwas richtig schief läuft. Das sind ausreichend Beweise, um Dombrowski hinter Gitter zu bringen. Und warum habt ihr Dombrowski überhaupt die Finanzen überlassen? Dombrowski hatte die nötigen Zugangsrechte, um aus dem Gelbank-System Daten zu löschen, ohne Alarm auszulösen. Claudia hat behauptet, sie hätte ihn um den Finger gewickelt. Aber wie es scheint, hat sie sich getäuscht. 2500 Credits zahlen, ich mache deine Verluste wett. Auf die Weise bleibt mir wenigstens etwas. Na schön, du hast mich überzeugt. Hier, mit dieser Slate und der Aufzeichnung hast du alles, was du brauchst, um ihn festzunageln. Du wirst ihn komplett in der Hand haben. Aber lass mich da raus, wie du es versprochen hast. So, jemals darüber nachgedacht zu... Weißt du irgendwas über die UC Sister? Ich habe nicht gelogen, als ich sagte, dass ich nichts über deine Undercover-Mission weiß, wenn du das andeuten willst. Ich kann dir nur sagen, dass es mehr als genug Leute beim MAST gibt, die Commander Ikandei als großes Ärgernis sehen. Die UC weiß, dass die Crimson Fleet ein Problem darstellt, aber im Vergleich zu den Schwierigkeiten mit dem Freestar Collective ist das gar nichts. Ikandei hat Unmengen an großartigen Ideen, kann sie aber nicht in die Tat umsetzen. Und das macht meine Vorgesetzten ehrlich gesagt verrückt. Was wirst du mit Swist und Dombrowski tun? Naja, da Claudia einige Zeit ekelhaft nahe bei Dombrowski verbracht hat, glaube ich, dass sie genug gelitten hat. Für Larry habe ich mir aber etwas ganz Besonderes ausgedacht. Ich habe ein paar Freunde, die... sagen wir mal...
sich um das Problem kümmern können. Also, wenn du ihn nicht tötest, natürlich. Abwarten und Tee trinken. Na, das mit der Künstler. Dombrowski, er sollte verduften. Denn wenn du ihn nicht umlegst, mach ich das. Ja, alles gut. So, dann kümmere ich mich jetzt nochmal um Dombrowski. Also, den Preis haben wir jetzt. Wo geht's jetzt zu Dombrowski? Diese Richtung hier. Wir haben einen Notfall auf dem Schiff. Bitte begeben Sie sich zurück in Ihre Kabine. Ich habe gar keine Kabine. Sarah? Sarah? Da ist sie. Unglaublich, wie groß die Kabine ist. Da hätte eine 12-köpfige Familie Platz. Was für eine lächerliche Platzverschwendung. Ja, hier sind schon mal 7. Hier sind schon mal 7 Stühle. Was ist das? Ah, ein Rucksack. Okay. Okay. Mehr ist das nicht. So, jetzt reden wir nochmal mit dem. Sieh mal an. Du bist wohl der Quälgeist, der Claudia und Gabriel belästigt hat. Ich bin mir nicht im Klaren, was genau du erreichen willst, aber offenbar ist es an der Zeit, dass wir verhandeln. Meinetwegen, lass uns verhandeln. Es wird keine Verhandlung geben. Woher wusstest du, dass ich involviert bin? Na komm. Meinetwegen, lass uns verhandeln. Sehr gut, sehr gut. Also dann, lass mich die Lage kurz zusammenfassen. Erstens bist du offenbar an Insiderwissen zu meinem Engagement an der Galbank-Defraudation gekommen, auch wenn dir meine Motive wohl verborgen geblieben sind. Zweitens habe ich die Hypothese, dass meine Kompagnons ob der ausstehenden Auszahlung ihres Anteils verzagt sind und dir daher geholfen haben. Und da meine Stirn noch nicht Bekanntschaft mit einer Kugel gemacht hat, kann ich darauf schließen, dass du etwas von mir willst. Sehr, sehr beeindruckend, Professor. Moment, ich brauche ein Wörterbuch, um das alles zu verstehen. Das mit der Kugel könnte ich mir noch überlegen. Muss es wirklich sein, dass du so redest? Komm, wir sind mal so. Das mit der Kugel könnte ich mir noch überlegen. Verstehe. Nun, das belastet diese Verhandlungen ein wenig. Es ist wohl eine konzise Diktion gefragt, um solch gewaltbelastete Beiträge zu vermeiden. Um es grob zu sagen, du besitzt kompromittierende Informationen über mich. Ich dagegen habe außer meinem Galbank-Pass nichts zu bieten. Ich nehme an, das ist es, was du eigentlich wolltest? Mach bitte hin. Ich halte es nur für kurze Zeit in der Anwesenheit dieses Schweins aus. Ich bin überrascht, dass du darauf gekommen bist. Dir macht es nichts aus, mir deinen Zugangspass zu überlassen? Wie kann ich mir sicher sein, dass du deinen Pass nicht als gestohlen meldest? Ich bin überrascht, dass du das überhaupt fragst, wo die Antwort doch so offensichtlich ist. Es wäre äußerst unklug, irgendeine Form von Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Okay. Mehr will ich auch nicht. Famos. Wie es scheint, sind wir zu einem Konsens gelangt. Oh, verzeih. Ich sag es einfacher. Wie es scheint, haben wir einen Deal. Sicher verstehst du, wenn ich darum bitte, dass zwischen uns kein weiterer Kontakt stattfindet. Und nun entschuldige mich bitte. Ich muss reflektieren, wie ich zwei lästige Geschäftspartner brotlos mache. Einen schönen Tag noch. Ja, was die dann machen, ist mir egal jetzt. Kehre zu Jogini Rokov zurück. Zurück. So. Ne, hier ist der falsche Weg. Ich finde es interessant, dass ich aber hier noch atmen kann. Ich hatte erwartet gehabt, dass ich hier keinen Sauerstoff mehr hätte. Dass ich hier mit so Helm oder sowas rumlaufen kann. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Sicher ist es nur eine kleine Störung oder eine Übung. Unser Sicherheitsteam wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie während dieses Notfalls... So. Tja, scheint, als sei unser Plan aufgegangen. Wie am Schnürchen. Hättest du meine Rechnung mit Sandin doch nur nicht in den Wind geschossen.
Aber der Job ist erledigt. So, ich hätte das nicht ohne deine Hilfe geschafft. Ich habe das gesamte Risiko auf mich genommen. Ich habe gekriegt, was ich wollte. Oh, wie schön für dich. Ich hoffe, du legst bei Delgado ein gutes Wort für mich ein. Sonst hätte ich meine Karriere für nichts riskiert. Weißt du, ich frage mich immer noch, wozu du den Zugangspass eigentlich brauchst. Willst du es mir verraten? Ich halte das nicht für eine gute Idee. Wir suchen nach Quicks für mich. Ich würde es dir ja sagen, aber Delgado würde mich umbringen. Willst du etwa sagen, du hast das noch nicht raus? Ich habe ja normalerweise ein Gespür für sowas, aber du... Du bist und bleibst mir ein Rätsel. Was auch immer es ist, offenbar bist du bereit dafür, dein Leben zu riskieren. Es muss also um eine Menge Geld gehen. Und das bedeutet, ich will dabei sein. Ich halte das für nicht für eine gute Idee. Ich würde es dir ja sagen, aber Delgado würde mich umbringen. Ah, er hat dir also verboten, mir das zu sagen. Du solltest es dir mit der Fleet nicht auch noch verscherzen. Also lasse ich es lieber darauf beruhen. Aber immerhin steht meiner Rückkehr zur Fleet jetzt wohl nichts mehr im Wege. Darauf habe ich lange gewartet. Ich schulde dir was, Tovarischt. Wie hat er mich genannt? Tovarischt? Wie hast du mich genannt? Keine Sorge, das ist keine Beleidigung. Nur ein sehr altes russisches Wort. Bedeutet Genosse. So nenne ich dich ab jetzt. Also gewöhn dich dran. Boah, ich muss die Sprache meiner Eltern irgendwie auch mal lernen. So, ich bin ja auch, eigentlich habe ich russische Wurzeln. Nein, tu's nicht. Das kannst du. Ich nehme Dank nur in Form von Credits an. Was hat er jetzt gesagt gehabt zuletzt? Verdammt. Jetzt habe ich nie zugehört. Dürfte ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Der Captain hat einen Notfall. Nein, tust du nicht. Unsinn. Wenn du in dieser Welt auf eins zählen kannst, dann darauf, dass Jewgeni Rokov immer seine Versprechen hält. Immer. Tja, dann trennen sich jetzt wohl unsere Wege. Hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal auf dem Schlüssel wieder. Ja, mal gucken. Wenn es okay ist, würde ich gerne möglichst bald mit Admiral... Admiral Logans Büro müsste ganz in der Nähe sein. Gehen wir. So. Ich hoffe, ich habe jetzt kein Problem mit Dingens wegen den Lebenserhaltungsmaßnahmen hier. Ist hoffentlich auch niemand draufgegangen. Hä? Wo ist denn der Weg? Der Navi sagt die Richtung. Okay. Da. Na, ich hau ab. Ihr könnt eure Lebenserhaltungsmaßnahmen wieder in Betrieb nehmen, sage ich jetzt mal. Ist das hier der richtige Weg? Da haben wir den Roboter wieder. Sternensaal? Ne, hier bin ich falsch. Da lang. Und dann da lang? Okay. Ist ein echtes Labyrinth. Hier. Dürfte ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Der Captain hat einen Notfall ausgerufen. Begebt euch bitte geordnet zu euren Kabinen. Und bleibt dort, bis ihr weitere Anweisungen erhaltet. Ah, hier ist der Weg. Von hier kamen wir Cockpit direkt. So, und abdocken. Boah, aber ich will auch unbedingt jetzt mal, alle Anzeigen auf grün. Ich will unbedingt das da irgendwie mir ansehen. Wie weit sind wir davon eigentlich? Wenn ich hier jetzt den Rest da reinballere? Ich würde schon näher dahin gehen. Nach Alpha Centauri müssten wir halt, aber...
Okay, da kommen wir so nicht so einfach hin. Ich glaube, das würde ewig dauern, bis wir da sind. Da haben wir wieder einen Gasriesen. Schwerkraft 3,91G, extrem kalt. Atmosphäre H2. Magnetosphäre, keine. Fauna, keine. Flora, keine. Wasser, keins. Okay, gehen wir aber nach Alpha Centauri. So. Komm. Ja, kriegen wir hin. So, zur Karte. Spaß werden wir haben. Ah, da wird es abends. Okay, New Atlantis. Die Loge wohnt es trägt, begibt dich nach New Atlantis. Mit dem Nahkampf-Skill verursachen Nahkampfwaffen mehr Schaden. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Wow. Das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Okay, das lädt jetzt aber sehr lange, finde ich. So, Sarah. Betritt das Gelbank-Gelände, Gebäude. Ja, das wird noch ein Spaß. Hi. Du wirst beim Betreten der Stadt gescannt. So, ich frage mich, wie die, wie Ikambe das dann nachher eigentlich sehen wird, was wir hier gemacht haben. So, Geschäftsdistrikt. So, wieder einen schönen Ladebildschirm. So, wo muss ich hin? Schon mal Spacern begegnet? Total. Ah, da sehe ich das. Ja, Spacer sind quasi wie die Raider in Fallout oder Banditen in Skyrim. Vom Gefühl her. So. Dann wären wir jetzt mal hier. Gelbank Archiv, da haben wir jetzt einen Zugang drauf. So, Gelbank Wache. Hallo, willkommen im, im Archiv der Gelbank. Dürfte ich bitte Ihren Pass sehen? Bitteschön. Sehr gut. Einen Moment bitte. Oh, ja, Mr. Dombrowski. Willkommen, Sir. Ich trage nur eben Ihren Besuch ein und dann öffne ich das Archiv für Sie. Ich finde das Verhalten ein wenig merkwürdig. Meins? Aber nein, es ist nur mein erster Tag hier. Könnten Sie ein Auge zudrücken? Ich brauche den Job. Ich habe eine Familie zu versorgen. Alles bestens. Ich trage nur eben Ihren Besuch ein und dann öffne ich das Archiv für Sie. Ach so, erster Tag. Ich wünsche einen wunderbaren Tag. Ich habe da ein ungutes Gefühl bei der Sache gerade. So, wer die Bank sprengen, wer... Was? Okay. Okay, die Ekliptik sind hier. Wo sind die restlichen? Da.
Oh, da haben wir einen Stufe 15er irgendwo. Wo haben wir den? Den 15er? Da oben? Da oben sind sie. Ne, 18er war da, kein 15er. Hä, wo geht's hoch? So, den haben wir gekillt. Ziel erfasst! Ziel neutralisieren! Mehrere! Soldat am Boden! Oh. Nimm keinen Schrott mit. Das ist doch kein Schrott. 34er, was? Jo. Wo ist der hin? Sarah, ich brauche deine Hilfe. Eine Prognose hat sich verbessert. Was für Prognose jetzt? Für was? Komm, wir probieren den hier mal aus. Alter, was? Was? Alter, wie geil ist die Waffe? Und was war das denn jetzt für ein Hinterhalt eigentlich? Was hatten die Ekliptics hier jetzt vorgehabt? So, Verzeichnis verschollener Schiffe. Serendipity? Sucheinsätze, 4 Versuche, fehlgeschlagen. Das haben wir. Legacy, das brauchten wir. Transportfracht, Credit, Scrap Bag, Tankladung, geschätzter Wert, vertraulich. Was hatte der? Fracht, auch Credits. Hier, Fracht, Gelbing, Materialien. Hier Credits. Okay, dann können wir hier jetzt wieder gehen, ne? So, wo ist denn der Dude? Der ist weg, okay. So, auf zur Lobby. So, warte. Gib dich zum Schlüssel, okay. Jetzt bin ich ja neugierig, was Ikambe dazu sagt. Was hatten die Ekliptics da vorgehabt? Weil ich war jetzt alleine da, ohne Dings. Wenn die waren, es wäre jetzt besser, wenn die nicht von ihm da jetzt hingeschickt wurden. Wäre besser für ihn jetzt, wenn er die mir nicht auf den Hals gehetzt hätte. So. Ja, dann gehen wir aber erstmal, glaube ich, einmal dort pennen. Auf dem Schiff. Müssen wir, glaube ich, mal einmal. Weil unser Leben ist relativ weit unten, sagen jetzt mal. Und so, einmal nach oben. Warum fällt da was um? Warum ist da was runtergefallen? Jetzt ehrlich. Kann mir das einer erklären? Ich habe da doch nichts berührt. So, ne, warte, hier war es oben, ne? Platzwunden. Wo hat die Platzwunden her? Warum hat die Platzwunden? So, hier ist aber meine Kajüte. Hier kann ich schlafen. So, eine Stunde. Gut geschlafen.
Ja, hab sehr gut geschlafen. So. Dann wollen wir los. Und heben ab. Antrieb gestartet. Los geht's. Irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich mag dieses Schiff. Dieses Schiff ist schon cool, finde ich. So, erledigt. Stabile Arbeit wie ein Spielzeugsegelboot auf einem ruhigen Teich. So. Nach. Ah, hier, Krix. Ich habe mich schon gewundert, was ist denn da kurz? So, und jetzt noch ein bisschen Vollgas geben. So, und andocken. Dass die aber nicht sagen, dass ich hier mit einem Stargate am rumschwirren bin. Also von der Dings. Andocken abgeschlossen. Von dem Freestar Collective Schiff da, dass ich damit rumfliege, dass die dann dazu nichts sagen. Hä? Was ist denn hier passiert? Was passiert denn hier? Warum fliegt da alles so rum? Wenn du Borg siehst, sag ihm, er soll ein wenig lockerer werden. Der Kerl ist so mies drauf. Sprich mit Bock. Ich glaube, der hat Bock. Wenn du entspannen willst, meide das Last Nova. Borg ist im Moment eine ziemliche Spaßbremse. Okay. Müssen wir mal mit Bock reden. So, aber erst einmal zum Chef. Wer ist denn das da? Brauchst du was? Ich mag meine Waffen wie meinen Kaffee. Glühend heiß. Ja, gut, Bei manchen Missionen musst du Siedlungen bestehlen. Statte dich notfalls vorher. So, das Schlüsseloperationszentrum. Da wollen wir hin. So, da haben wir die beiden. Dein Kumpel Rokoff ist auf dem Schlüssel. Hat mir erzählt, was passiert ist. Ja, er redet sich über dich den Mund fusselig. Jetzt weiß ich wieder, warum wir ihn aus der Fleet geworfen hatten. Rokoff ist gar nicht so übel. Er hat mir wirklich geholfen. Ich musste alles alleine machen, aber wenigstens haben wir am Ende gekriegt, was wir wollten. Ich kann Rokoff nicht leiden. Ja? Ich sage, er ist gar nicht so übel. Ja? Sieh mal einer an. Schon gut, Neva, wir haben's verstanden. Also dann, wenn du für ihn bürgst, können wir Rokoff noch eine Chance geben. Na gut, jetzt, wo das geklärt ist, können wir endlich zur Sache kommen. Krix Vermächtnis. Apropos Informationen, lass mich die Daten aus dem Galbank-Archiv sehen. Ah, der Galbank-Transport ist also über Bannock IV verschwunden. Bannock. Warum kommt mir das bekannt vor? Neva? Ja, ja, immer mit der Ruhe. Ich bin schon dabei. Und da ist es. Bannock 4. Mal sehen. Verdammt, Bannock 4 ist ein Gasriese der EM-Klasse. Da kommt kein Schiff ran, ohne dass sämtliche Schaltkreise an Bord durchbrennen. Eine EM-Klasse? Unmöglich. Es existiert kein Schiff, das solchen Interferenzen standhalten könnte.
Wir stehen also vor einer Sackgasse. Ich wäre bereit, es zu probieren. Ein Gasriese der EM-Klasse? Oh, eine Wissenslücke, was? Ja. Okay, sperr die Ohren auf und hör gut zu. Das wird später abgefragt. Planeten der EM-Klasse erzeugen unermessliche Mengen elektromagnetischer Strahlung. Und zwar buchstäblich unermesslich. Wenn du zu nah an eine dieser Todesfallen ranfliegst, schmieren sämtliche Schaltkreise ab und dein Schiff ist nicht mehr als eine nutzlose Blechdose. Es muss aber einen Weg geben. Ja, wir ummanteln dein Schiff einfach mit Tonnen von Kupfer und schießen dich direkt rein. Das sollte klappen, oder? Jetzt haltet beide mal den Mund und strengt euer Hirn an. Kriggs hatte sicher dasselbe Problem. Wir müssen also nur rauskriegen, wie er es gelöst hat. Reine Zeitverschwendung, wenn du mich fragst. Das sehe ich wie Neighbor. Ich fürchte, das führt nirgendwo hin. Vielleicht sind die Daten fehlerhaft? Nein, das haut alles hin. Laut den Daten hatte das Schiff Geld geladen und ist im Krieg von Narion über Bannock 4 verschwunden. Der Krieg erstreckte sich über die gesamte Galaxie. Da kann ich mir vorstellen, dass es ein Schiff so fern der Heimat verschlagen hat. Das sehe ich wie Neighbor. Ich fürchte, das führt nirgendwo hin. Ich werde nicht akzeptieren, dass wir so weit gekommen sind, nur um jetzt einfach aufzugeben. Mir ist egal, was ihr denkt. Wir müssen weitermachen. Neighbor, den Gelbank-Daten zufolge hatte der Transport einen CBR-27-Transponder. Können wir den verfolgen? Die genaue Position orten? Diese Transponder sind Militärtechnik mit Ultrabit-Verschlüsselung und ständig wechselnden Frequenzen. Dafür haben wir nicht die Technik. Aber bevor du dich jetzt aufregst, ich habe gehört, die UC arbeiten an einem Entschlüsselungssystem für Schiffssignale. Sie nennen es ComSpike. Wenn wir uns das Gerät holen, können wir alles verfolgen, was wir wollen. Okay, ich habe einen Plan. Klappe zu, Ohren auf. Neuling, du und Neva klügeln aus, wie wir an dieses ComSpike-Ding kommen. Ich will es haben. Auch wenn es sich an der Spitze des Mast befindet. Und ich kümmere mich inzwischen um das Problem mit dem EM-Gasriesen. Ich glaube, ich weiß auch schon, wen ich fragen kann. Ich brauche etwas Zeit, um die ComSpike-Sache mit Jazz durchzurechnen. Aber dann wissen wir, wo wir hin müssen. Was? Wir kriegen das hin, versprochen. Wir geben unser Bestes. Oh, großartig, ihr arbeitet so unheimlich gern mit Neva. Du bist, ganz schön hartnäckig, was? Ja, wir geben unser Bestes. Unser Bestes? Wie alt bist du? 5? Ja. Hey, das reicht! Kriggs Vermächtnis ist zum Greifen nahe. Ich habe Besseres zu tun, als mich um euch Streithähne zu kümmern. Also reißt euch am Riemen und macht euch an die Arbeit. In Ordnung. Bringen wir es hinter uns. Komm mit. Okay, Folge Neva. Wo will die mit mir hin? Was hat die vor? So. Wo geht die hin? Hallo? Wenn du Credits brauchst, sieh dir die Auftragsbörse im Kern an. Geh weiter, damit sie weiter kann. Hallo? Alter. Ernsthaft jetzt? Sie kommt nicht weiter, weil die jetzt stehen bleibt? Wo ist Sarah? Sarah? Hä? Was passiert hier jetzt? Irgendwann sind die ganzen besiedelten Systeme auf der Flucht. Wo ist jetzt Sarah? Wo geht die hin? Wo, hä? Wo will die hin? Jetzt ernsthaft, wo will die hin? Warum ist hier ein Thermoparasit? Weiß die nicht, dass daraus Tromovs gemacht werden?
Nee, jetzt ist es wohl Sarah. Die Fleet beschützt ihre Leute. Aber wer uns verrät, der ist tot. So, okay. Okay, kommen wir direkt zur Sache. Hast du den Erdenretterpreis? Oder wirst du mich bitterlich enttäuschen? So, was macht Jess hier? Erstens, das hier ist mein Bereich des Schlüssels, also stehe ich hier, solange ich will. Und zweitens, ich weiß alles über diesen Preis und deinen Deal mit Neva. Es gibt keine Geheimnisse zwischen uns. Schalt einfach mal zwei Gänge runter und gib ihr das verdammte Ding, damit wir loslegen können. Okay, hier. Na, sieh mal eine an. Du hast tatsächlich meine Anweisungen befolgt und kriegst jetzt einen Batzen Credits. Okay, das war's dann. Wahnsinnsdeal für uns beide, muss ich sagen. Hier ist jedenfalls dein Geld. Mach so weiter und ich gewinne noch Respekt vor dir. Okay, Fleet. Ich krieg nur 6000? Wir haben genug zu tun, also gehen wir's an. Also, und nochmal 10.000. Okay, 16.800 insgesamt. Also diese was? Diese Credits stehlen sich nicht selbst. Okay, so, ich will aber... Fleet vor allem. Ja, Fleet vor allem, genau. Boah, ich müsste für irgendeinen Teil, für irgendeine Folge auf jeden Fall das als Namen für die Folge nehmen. Fleet vor allem. Das müsste ich mal nehmen. Will jetzt aber auf jeden Fall einmal noch, bevor die Folge zu Ende machen. So, wird das. So ein blöder Name ist dann beende. Ich will jetzt einmal nochmal zu Vigilance und mit Ikambe reden. Mich interessiert das schon, was er jetzt dazu zu sagen hat, wie das dann verlaufen ist. Recycelte Luft ist einfach nicht das Wahre. Brauchst du was? Druck normalisiert sich. Abdocken komplett. Also sind die jetzt auf Arane oder wie? Ich habe jetzt erst gecheckt. Ich habe jetzt das gecheckt, dass ich wieder vergessen habe. Mond von Arane. UC Vigilance. Waren die nicht vor. Waren die nicht noch hier auf dem Dings? Die sind jetzt von da nach hierhin weitergegangen. Okay. So, andocken. Also die sind weitergereist. Die sind vom Mond, vom Mars hierhin. So, Luftschleusencheck und los. Wir reden trotzdem nochmal mit Ikambe. So. Da lang. United Colony System Defense stets zu Diensten. So, ich kann Bill. Mir fehlt die Sonne von Jamison. Ja, geh doch dahin, mach auf Urlaub. Auf der Siren of the Stars hat wohl jemand für einigen Tumult gesorgt. Ich nehme an, das warst du. Ich habe es geschafft, mir den Zugang zu Gelbing zu.
Das hat sich ja schnell herumgesprochen. Einige der Passagiere der Siren of the Stars wollten verhaftet, sollten verhaftet werden. Gute Arbeit. Jedwede Beweise für kriminelle Aktivitäten sollten nach der Abschlussbesprechung an Lieutenant Toft ausgehändigt werden. Okay. Sind die Beweise stichhaltig, kannst du bei deinem nächsten Besuch auf der Vigilance die Straftäter in der Arrestzelle begrüßen. Aber fürs Erste sind Delgado und seine Piratenbande wichtiger. Was weißt du über sie? Ich habe es geschafft, mir den Zugang zu Gelben zu, zu verschaffen. Das ganz ohne Verluste. Ausgezeichnete Arbeit. Nun ja, abgesehen von dem Ecliptic-Mordkommando im Archiv. Um die Sache haben wir uns übrigens gekümmert. Ich nehme übrigens an, dass du die Daten von den Galbank-Computern kopiert hast. Lass mich das mal ansehen. Die Legacy ist also über Bannock 4 verschwunden. Hm. Warum kommt mir das bekannt vor, Toft? Bannock 4 ist ein Gasriese der EM-Klasse, Sir. Die Fleet verfügt über keine Schiffe, die sich einem solchen Planeten nähern könnten. Delgado wird sich etwas einfallen lassen. Glauben Sie, stehen vor einer Sackgasse. Woher weißt du das alles? Im Bannock-System wurden während des Kriegs von Narion mehrere wichtige Schlachten geschlagen. Ich musste an der Academy eine Arbeit darüber schreiben. Also Delgado wird sich da etwas einfallen lassen. Das klingt ja fast, als würdest du ihn bewundern. Er ist Sistef immer einen Schritt voraus. Ich bewundere ihn nicht, aber er hat sich zugegebenermaßen ziemlich gut geschlagen. Ich wollte euch lediglich vor seinem Einfallsreichtum warnen. Ich bewundere ihn nicht. Seine Geschichten haben dir wohl den Kopf verdreht. Vielleicht warst du nicht die richtige Wahl für diesen Auftrag. Das reicht, Lieutenant. Selbst wenn Delgado eine Lösung für das EM-Problem hat, müssen sie immer noch das Transponder-Signal der Legacy orten. Sie glauben, ein Gerät namens Comspike wird das Problem lösen? Könnt ihr nicht einfach jemanden da rausschicken und den Transponder selbst finden? Bist du nicht in Sorge, dass ich der Fleet helfe, Kriegs Vermächtnis näher zu kommen? Natürlich bin ich das, aber uns bleibt leider kaum eine andere Wahl. Es gibt keine Abkürzungen. Der Pfad, den du einschlägst, um der Crimson Fleet Kriegs Vermächtnis zu verschaffen, ist der einzig mögliche. Wenn du dich plötzlich anders verhältst, merken sie, dass etwas nicht stimmt. Es ist schwierig, ja, aber bitte ziehe die Sache weiter durch. Und inzwischen überlegen wir uns, wie wir verhindern, dass die Crimson Fleet das Geld in die Hände kriegt. Mhm. Sie glauben, ein Gerät namens Comspike wird das Problem lösen. Sie wissen schon vom Comspike-Projekt? Verflucht. Ich fürchte, ich weiß nichts von diesem Gerät, Sir. Und das solltest du auch nicht. Es ist ein streng geheimes Projekt. Es ist ein äußerst fortschrittliches Entschlüsselungs- und Ortungssystem, an dem die UC Navy schon seit Jahren arbeitet. Wie hat die Crimson Fleet davon erfahren? Es muss irgendwo ein Informationsleck geben, Sir. Anders lässt sich das nicht erklären. Ich sehe mir die Sache mal an. Na gut. Also, unser Plan ist wie folgt. Du spielst weiter deine Rolle und versuchst an Comspike zu kommen. Lieutenant Hoft und ich recherchieren Bannock 4. Hm? So, sollten wir die UC Navy nicht warnen, dass ich versuchen werde, mir den Comspike zu schnappen? Ist der Rat mittlerweile für einen Angriff auf die Crimson Fleet offen? Meine Vorgesetzten sind stur und erlauben keinen Angriff auf den Schlüssel auf Basis meiner Hirngespinste, habe ich gehört. Wir brauchen mehr Beweise dafür, dass die Crimson Fleet tatsächlich diesen sagenumwobenen Schatz in die Hände kriegen könnte. Mhm. Sollten wir die UC Navy nicht warnen? Was würde das schon bringen? Die Crimson Fleet hat offenbar im UC-Militär eine Quelle, die sie mit Informationen versorgt. Jeder Versuch, den Comspike zu verlegen, wäre reine Zeitverschwendung. Nein. Wir behalten das für uns. Okay, dann ich melde mich, wenn ich irgendwelche Beweise finde. Bleib einfach beim Plan, dann sehen wir, wer Kriegs Vermächtnis zuerst findet. So. Ihr müssen wir aber auch noch was geben. Diese Mission erfordert in viel... Was kann ich für dich tun? Ich habe Beweise für dich übrigens. Gut. Je mehr du findest, desto besser für uns. Ja, das stammt aus dem Schlossgefängnis aus Suvorov. Unglaublich, dass all diese Märchen über Kriegs Vermächtnis nur auf ein Gerücht zurückgehen, das Jasper Kriegs im Knast aufschnappte. Das zeigt nur, wie ein winziges Gerücht zu einem riesengroßen Märchen werden kann. Weißt du noch mehr? Ich habe hier Infos über einen Geldbank-Angestellten, der an Bord der Siren of the Stars war. Dombrowski verdiente bereits ein Vermögen und doch konnte er der Veruntreuung nicht widerstehen. Unfassbar. Das macht mich krank.
Oh, es wird mir ein Vergnügen sein, diesen Typen einzubuchten. War's das? Das war's fürs Erste. Gut, gut. Da draußen wartet noch mehr auf dich. Bleib dran. Warum haltet ihr auf der Vigilance Gefangene, wenn ihr sie auch ins Gefängnis schicken könntet? Weißt du, wo der Comspike entwickelt wird? Was kannst du mir über den Comspike sagen? Habe ich Zugang zu Sys-Dev-Ressourcen, wenn ich undercover bin? Das interessiert mich. Informationen bekommst du von uns, aber Vorräte oder Schiffsbedarf holst du dir besser bei der Fleet. Ich werde dir helfen, deine Tarnung zu wahren und dich in die Operation der Fleet einweisen. Okay, also Ressourcen kriege ich von ihr nicht. Kannst du mir noch mehr Infos geben? Sie sind Piraten durch und durch, aber unter der aktuellen Führung sind sie um einiges organisierter geworden. Das macht sie sehr gefährlich, aber ich hoffe, das gleicht sich durch mehr Berechenbarkeit wieder aus. Okay, dann habe ich nichts mehr. Wir sind da, wenn du uns brauchst. So. Okay, ja gut, dann würde ich sagen... Deine Mission auf der Siren war angeblich ein Erfolg. Der Commander ist sicher sehr zufrieden. Hoffe ich. Hat er nicht auch noch was zu sagen? Nö, okay. Ja, dann gehen wir erstmal runter und... Ja, dann würde ich eigentlich sagen, wir sind schon bei 1:06. Ist schon wieder viel zu lang, die Folge. Aber dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir hier mal weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.